Wir befinden uns hier 90 Kilometer von Berlin entfernt in der sogenannten Toskana des Nordens, in der Uckermark. In unserer neuen Serie Das Beste aus der Region wollen wir Ihnen zeigen, welche Lebensmittel in Berlin und Brandenburg hergestellt werden und wer die Menschen sind, die hinter diesen Produkten stehen. In unserer ersten Folge treffe ich gleich Gunnar Hemme, den Chef von Hemmemilch, die hier in der Uckermark die Milch herstellen, die vielleicht auch morgens auf Ihrem Frühstückstisch steht. Seit 1998 produziert Hemmemilch das weiße Gold in Angermünde für ganz Berlin und Brandenburg. Die 450 Kühe geben am Tag bis zu 10.000 Liter frische Milch. Der Kuhstall ist nur wenige Meter von der Molkerei entfernt und durch eine unterirdische Leitung verbunden. Der Milch wird nichts entzogen oder hinzugefügt und sie ist gentechnikfrei. Die frische Milch wird sofort verpackt und ist so innerhalb von 24 Stunden in den Kühlregalen der Supermärkte in Berlin. Hemmemilch blickt zurück auf eine jahrhundertelange Tradition. In der 21. Generation führt Gunnar Hemme das Unternehmen in der Schorfheide weiter. Also gebürtig komme ich ja aus dem Raum Hannover in Niedersachsen. Dort bin ich aufgewachsen auf den elterlichen landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Und dieser elterliche landwirtschaftliche Familienbetrieb existiert seit 1589. In Niedersachsen ist es so, Ältestenrecht, Älteste kriegt einen Hof und die Jüngsten müssen dann gucken, wo sie bleiben. Und ich bin dann hier in die Uckermark gezogen und habe diese Milchtradition mit dieser Milchvermarktung hier auch aufgebaut. Die grundsätzliche Sache ist, dass wir uns unterscheiden in drei Punkten. Das eine ist, was wir sagen, ist die Frische. Wir sagen immer heute gemolken, morgen beim Kunden. Punkt zwei ist eben die Transparenz. Das heißt, der Kunde kann auch das Produkt bis in den Ursprung hin zurückverfolgen, bis zu den Kühen, bis zur Futterpflanze. Und Punkt drei, man kann mit einem Herrn Hemme sprechen. Den gibt es wirklich. Man kann bei uns in die Produktion hineingucken. Wie wird die Milch abgefüllt? Man kann hier die Kühe angucken. Man kann gucken, wie werden die Kühe gefüttert. Also in der Regel stehe ich dann morgens nochmal auf. Wenn die Kinder zur Schule gehen, dann bringe ich die zum Bus. Und dann anschließend bin ich hier in der Produktion bei uns in der Molkerei. Dann mache ich erstmal noch einen Kontrollrundgang, bespreche diverse Sachen mit den Mitarbeitern. Bin eigentlich weitestgehend aus dem Produktionsprozess nicht mehr so involviert. Ich kümmere mich um die Groborganisation und natürlich ganz wichtig um den Verkauf. Das ist so mein Tagesgeschäft. Nachmittags versuche ich dann rechtzeitig Feierabend zu machen, damit ich dann nachmittags dann auch wieder zu Hause bin und dann Zeit für die Familie habe. Mein Traum ist es schon, also, dass man eine glückliche, gesunde Familie hat, ganz wichtig. Das ist das Allererste, was ich dann, denke ich mal, jeder Mensch wünscht. Natürlich gesund zu bleiben, gar keine Frage. Den Betrieb noch weiter zu entwickeln, damit eben dieser Betrieb auch die Existenzgrundlage für meine Familie und natürlich auch für die Familie der Mitarbeiter langfristig darstellt. Das ist schon meine Vision.